Hi Leute, ich bin's, Baram. Ich hatte ja angekündigt, dass ich euch ein weiteres meiner Fahrzeuge vorstellen möchte. Ihr habt mich darum gebeten und heute ist es soweit. Ich zeige euch meinen GT3 RS 991, auch Orangina genannt. Ihr wisst ja, alle meine Autos haben irgendeinen Namen. Orangina, wie ihr seht, aufgrund der Außenfarbe. Da steht er. Ja. Tolles Auto, wie ich finde, super schön, 500 PS Saugmotor, ich finde, das ist ein Gedicht zum Ansehen und beim Fahren. Das ist so ziemlich das Beste, was man hier auf der Nordschleife bewegen kann. Wie gesagt, 500 PS Saugmotor, 4 Liter. Doppelkupplungsgetriebe und nicht nur eines der schönsten, sondern mit Sicherheit auch eines der besten Autos. Der Wagen ist leicht modifiziert. Was habe ich gemacht? Einmal fahre ich die guten Magnesiumfelgen von Mantai. Das ist ein Rad, das im Satz 12 Kilo leichter ist als der Seriensatz. Und damit ja, man sagt, man multipliziert das mit 6 oder 7, reden wir von 60, 70 Kilo, die das Fahrzeug in Anführungszeichen leichter ist als das Serienauto. Dann fahre ich die Trofeo R, mit Sicherheit im Moment mit der beste Reifen für das Auto. Pirelli Trofeo R, vom Grip her auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt, hohe Lenkpräzision, gutmütig im Grenzbereich, also meiner Meinung nach einer der besten Reifen. Ich bin gespannt auf die Optionsreifen, mit denen Porsche im Moment die Rekordfahrten fährt. Der Reifen, also der Michelin Cup 2 R, ist, man sagt, auf Slick-Niveau. Ich bin noch nicht gefahren auf dem Porsche, aber das muss der Hammer sein. Wie gesagt, die sind auf dem Markt noch nicht erhältlich. Sobald sie erhältlich sind, werde ich sie ausprobieren. Was ist noch gemacht worden? Das Auto hat ein Aero-Paket gekriegt von Mantai. Das heißt, einmal ist der Heckflügel hier steiler gestellt worden. Da sind hier vorne Löcher zusätzlich gebohrt worden, um den Heckflügel steiler zu stellen. Dann ist der Unterboden modifiziert worden. Das heißt, wir haben den Heckdiffusor. Das kann man, glaube ich, nicht sehen, oder? Wahrscheinlich nicht, nein. Wir haben den Heckdiffusor vom 911R. Der hat ja keinen Heckspoiler. Und mit dem Diffusor ist es also so, dass Abtrieb zusätzlich generiert wird. Dann sind vorne die Bremsentlüftungen, die unter dem Unterboden montiert sind, geschlossen worden, um eine glatte Unterboden zu generieren und damit auch mehr Abtrieb. Aber ich glaube, das Hauptteil, was Mantai montiert hat, ist das KW-Dreifach. Das KW-Dreifach Competition ist von Mantai nochmal modifiziert worden. Das heißt, Federraten verändert worden, Kennung verändert worden, Ventile geändert worden und quasi eine Eigenproduktion, die aus dem Auto ein komplett anderes Auto machen. Der Wagen ist deutlich exakter, deutlich stabiler im Hochgeschwindigkeit- und Performance-Bereich. Ich muss sagen, ist eigentlich ein komplett anderes Auto geworden durch das Fahrwerk und fährt sich sensationell. Das ist was wie ein Skalpell. Der bremst, der liegt stabil beim Bremsen. In hohen Geschwindigkeitsbereichen liegt er wirklich satt auf der Straße. Man hat das Gefühl, auch die Aero zu spüren. Wobei ich sage, ich als Amateur glaube zwar die Aero zu spüren, ob es aber tatsächlich so ist, möchte ich noch mal in Frage stellen. Im Raum ist nicht viel verändert worden. Da habe ich nur, wie ihr seht, die Käfigerweiterung eingebaut. Safety first, das ist wichtig. Ansonsten befindet sich das Auto im Serienzustand. Wie ich finde, auch mit einem sehr schönen Innenraum. Ein tolles Auto, ein tolles Track-Tool. Man kann sich glücklich schätzen, sowas besitzen zu können und bewegen zu dürfen auf der Nordschleife. Das ist sensationell. Aber ich sage es mal so, wie es ist. Ich werde ihn verkaufen. Warum werde ich ihn verkaufen?
Das ist ja eigentlich die High-End-Waffe für die Nordschleife. Aber ich werde ihn verkaufen, weil der Mark II ist da. Der Mark II ist der Nachfolger, der wesentliche Elemente des Manta-Paketes schon übernommen hat. Und er wird einen riesen Vorteil haben im Vergleich zu dem Auto. Das Auto gibt es, ich glaube, über 6000 Mal, was nicht besonders gut ist für die Wertstabilität. Das muss man einfach so festhalten, aber trotzdem ist es ein geiles Auto. Aber der neue, der Mark II, es wird davon geredet, dass man 1500 bis 2000 Autos baut, weil der Bauzeit limitiert ist. Und ich habe frühzeitig eine Reservierung ausgesprochen, kann einen haben und werde den hier jetzt verkaufen und mir den neuen zulegen. Da freue ich mich drauf. Ich werde mit euch zusammen die Konfiguration mal durchsprechen und gemeinsam mit euch mal überlegen, was man bestellen kann oder sollte. Und ja, solange wünsche ich euch alles Gute und vielleicht sehen wir uns mal am Ring. Bis dann.